heißt er? Der Nissan Leaf in der zweiten Generation. Mit dem Elektroauto sind wir auf Testfahrt im Taunus. Der Frühling hat die Region zwischen Wiesbaden und dem Weinanbaugebiet Rheingau fest im Griff. Im Wispertal machen wir einen Fahrerwechsel und es ist Zeit für einen ersten Eindruck. Der Nissan Leaf wurde in der zweiten Generation enorm aufgewertet. Die ganze Form, das Aussehen ist gefälliger. Der Wagen der Kompaktklasse wirkt geradezu geräumig und komfortabel und in europäischen Augen im Vergleich zur ersten Generation auch deutlich gefälliger. Für den nächsten Streckenabschnitt nehme ich hinten Platz. Für einen knapp 1,90 Meter großen Menschen ist ausreichend Beinfreiheit. Nur der dicke Tunnel in der Mitte ist etwas im Weg. Ich frage mich, was da drin ist, denn die Bauform der Batterie gibt das nicht vor. Dafür sehr geräumig, für 4 Personen wunderbar und im Kofferraum kriegt man auch noch genügend Taschen und Koffer unter. Das ist also ein klassisches, praktisches Familienauto. Wir rollen wieder vom Hof, denn wir wollen Technik testen. Aber noch schnell zu den Basisdaten. Der Leaf ist 4,49 Meter lang, 1,54 Meter hoch und 1,79 Meter breit. Die Batterie wiegt 300 Kilogramm. Insgesamt bringt der Wagen 1580 Kilogramm auf die Waage. Der Verbrauch liegt bei rund 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometern. Auf der Autobahn wollen wir den Assistenten ProPilot testen. Doch der Regen macht uns einen Strich durch die Rechnung. Der Spurhalteassistent versagt, wenn die Wischer aktiv sind. Also fahren wir ab und schlagen uns quer durch den Taunus. Die kurvigen Bergstraßen machen eh viel mehr Spaß zu fahren. Der ProPilot ist schon so ein bisschen in Richtung Autopilot. Der Wagen hält also Abstand, er bremst, er beschleunigt, er hält die Spur. Man musste die Hände zwar noch am Lenkrad behalten. Und wenn man das nicht tut, gibt es eine akustische Warnung. Wenn man darauf nicht reagiert, gibt es 2 kleine Bremser, so dass man wach wird, falls man eingenickt sein sollte. Und wenn man darauf auch nicht reagiert, dann verlangsamt der Wagen komplett seine Fahrt, schaltet die Warnblinkanlage an und es geht nicht weiter. Also man muss die Hände am Lenkrad behalten, auch beim ProPilot. Und dieser ProPilot spielt seine Vorteile natürlich dann aus bei Kolonnenfahrten auf der Autobahn oder bei Stop-and-Go-Verkehr, weil er halt immer wieder anfährt, wenn auch der vordere anfährt, entsprechend den gewünschten Abstand hält und in der Spur bleibt. Das lässt uns natürlich keine Ruhe. Wir wollen es ausprobieren. Natürlich ohne Hände. Einfach mal hinhören und wenn das Bild wackelt, dann bremst der Leaf. Der Sound erinnert an ganz frühe Computerspiele. Wir haben uns jetzt eine Pause verdient. Die verbringen wir auf Burg Schwarzenstein mit Blick auf die Weinberge und den Rhein. Genau an dieser Burg war ich schon mal mit einem anderen Auto. Den Link findet ihr oben rechts in der Ecke. Weiter geht's. Nissan kombiniert ein digitales Display mit einem analogen Tacho. Das wirkt zunächst etwas komisch, aber der Fahrer kann bestimmen, ob er links die Rechtsreichweite, Navi oder die Rekuperationsleistung sehen möchte. Und die Geschwindigkeit im Blick zu behalten ist ja auch nicht schlecht. Für Infotainment bleibt immer noch das 7 Zoll große Touchscreen in der Mitte. Uns interessiert ein weiterer Assistent. Doch dazu müssen wir von der Straße runter und anhalten. Der ProPilot Park ist eine aktive Parkhilfe. Er setzt den Leaf in markierte Parkplätze, egal ob längs oder quer. Assistenten aktivieren und den Knopf gedrückt halten. Der Wagen setzt automatisch zurück, ohne dass der Fahrer die Hände am Lenkrad oder den Fuß auf dem Pedal haben muss. Über den Monitor verfolgt man, was der Leaf da gerade macht. Mit dieser Lücke hat er etwas Schwierigkeiten, doch mit einigen Vorwärts- und Rückwärtsmanövern packt der Wagen sauber ein. Fehlen bei einer Parklücke die weißen Markierungen, kann der Fahrer mit Pfeiltasten die Lücke mit einem Rechteck markieren. Der Wagen setzt dann genau da rein. Pressesprecher Alexander Sellei erklärt das in seinem Vortrag, doch wir wollen es in der Praxis sehen. Sellei gesellt sich zu uns ins Auto. Und jetzt Start drücken, weil ich muss halt natürlich die Kontrolle behalten. Ich drücke jetzt Start. Hier ist dieses blaue P, was auch bei der automatischen Erfassung und Blinker geht an. Und ich kann jetzt den Parkvorgang starten. Dafür geht man runter von der Bremse und drückt den Knopf. Und man, solange man halt eben nicht drin ist, muss man den Knopf gedrückt halten. Das mache ich jetzt einfach mal. Und jetzt zirkelt er vollautomatisch in die vermeintliche Parkbucht. Ne? Wunderbar, perfekt eingepackt. Die zweite Generation des Nissan Leaf kommt mit einer größeren Batterie, 40
Kilowattstunden. Die wird über den CHAdeMO-Anschluss links mit Gleichstrom oder einen Typ-2-Stecker rechts mit Wechselstrom aufgeladen. Der Motor hat jetzt 150 PS und 110 kW, das sind 38% mehr als vorher. Er hat ein Drehmoment von 320 Newtonmeter, 26% mehr als zuvor und schafft es in 7,9 Sekunden von 0 auf 100. Gut, es ist kein Sportwagen, wir reden hier über ein Auto in der Kompaktklasse. Offizielle Höchstgeschwindigkeit ist 144 km/h. Wir schaffen es im Test bis fast 160. Doch seine Vorteile spielt der japanische Stromer eher beim Dahingleiten über die Landstraße aus. Gefahren wird er lief mit nur einem Fuß. Nissan ist sehr stolz auf sein E-Pedal. Man fährt den Wagen also komplett mit dem Gaspedal oder müsste man hier wahrscheinlich sagen mit dem Strompedal. Sobald man den Fuß vom Pedal nimmt, verzögert der Wagen, die Rekuperation beginnt. Das heißt, die Bewegungsenergie wird wieder umgewandelt in elektrische Energie und zurück in die Batterie gespeist. Und das geht so weit runter, dass der Wagen langsamer wird, bis er zu einem kompletten Stopp kommt. Das heißt aber auch, wenn da eine Steigung ist, würde der Wagen nicht zurückrollen, sondern er steht einfach. Das ist ein sehr angenehmes Fahren, wenn man wirklich gerade in der Stadt nur dieses eine Pedal braucht. Also die Bremse wird fast nicht betätigt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man die Bremse nie braucht, wie kriegt denn der hinter einem mit, dass man bremst? Es ist so, dass der Wagen mitbekommt, wenn er verzögert, also langsamer wird. Und ab 0,07 G Verzögerung gehen die Bremslichter hinten an. Das heißt, der Hintermann wird auch nicht auffahren, der sieht, der Vordere bremst gerade. Gang rein und weiter auf unserem Rundkurs durch den Taunus. Unsere Strecke für heute ist rund 120 Kilometer lang. Mit der neuen Batterie, 40 Kilowattstunden, schafft er laut WLTP-Zyklus 285 Kilometer. Das sind 133% mehr als in der ersten Generation. Der Wert bezieht sich auf die kombinierte Fahrt Autobahn-Stadt. Wenn man nur städtischen Verkehr anguckt, würde der Wagen sogar 415 Kilometer schaffen. Der Unterschied liegt daran, dass natürlich bei hohen Geschwindigkeiten der Windwiderstand sehr viel größer ist auf der Autobahn und entsprechend mehr Energie aufgebracht werden muss, um den Wagen voranzubringen. Mit der dazugehörigen App hat man den Ladezustand der Batterie stets im Blick. Man kann aber auch aus der Ferne vorheizen oder kühlen. Solange der Leaf an der Steckdose ist, geht das Temperieren nicht zulasten der Reichweite. Der Nissan Leaf ist seit März des Jahres in der zweiten Generation im Verkauf und es gibt bereits 34.000 Vorbestellungen in Europa. Ja, jetzt wird jeder sagen, 34.000 ist ja noch gar nichts. Für Model 3 liegen 400.000 Bestellungen vor. Ja, das stimmt, das ist ein anderer Hype, aber man muss auch mal gucken, der Nissan Leaf wurde bereits 320.000 Mal weltweit verkauft. Das ist ein enormer Erfolg, seit er 2012 auf den Markt gekommen ist. Tesla hat insgesamt, also alle Model S, Model X und Model 3 bisher zusammengerechnet, knapp unter 300.000 Autos verkauft. Und während Tesla sehr häufig die Schlagzeilen beherrscht, haben die Japaner einfach gemacht und waren damit sehr erfolgreich, auch in einem bezahlbaren Segment. Ja, was kostet das Auto? Der Nissan Leaf, den gibt es in vier Varianten und die Basisversion startet bei 31.950 Euro. Und geht dann rauf bis zu 39.000 Euro. Und das ist natürlich dann eine Variante, die alle diese Pro-Pilot-Version, also den Fahrassistenzsysteme und Parkpiloten und alles mit dabei hat. Das Modell bisher, wie es auch Renault mit dem Zoe macht, Mietmodell, dass man die Batterie mietet, gibt's beim Nissan Leaf nicht mehr, weil Grund ist einfach, nur 5% der Besitzer haben sich für dieses Mietmodell entschieden. Weil es natürlich schwierig ist. Man kauft zwar das Auto, mietet aber die Batterie. Und wenn man den Wagen loswerden will, muss man einen Käufer finden, der den Wagen kauft, aber den Mietvertrag dann auch der Batterie übernimmt. Und da ist natürlich immer wieder bei einer gebrauchten Batterie die Frage, wie bewertet man da Restwerte. Das war also in der Praxis wohl sehr komplex. Darum ist man bei Nissan dazu übergegangen, komplett das Auto zu verkaufen. In Europa liegen bereits 34.000 Bestellungen für diesen Wagen vor. Das heißt, wenn man jetzt bestellt, wird man mindestens 7 bis 8 Monate warten müssen auf die Auslieferung. Und auch bei Nissan ist der Engpass im Grunde die Batterie. Also die Autos sind schnell hergestellt, aber die Batteriefertigung kommt nicht hinterher. Das ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Nissan und NEC, die die Batteriezellen baut. Gibt es auch mehrere Werke, nicht nur in Japan, auch in den USA und in Europa eins. Aber da ist die Nachfrage so groß, dass es zu Verzögerungen kommt.
Mein Fazit? Der Nissan Leaf ist ein gelungenes Rundumpaket für alle, die den Einstieg in die Elektromobilität wagen wollen. Eigentlich bedeutet Leaf ja Blatt, aber viel treffender finde ich die Deutung Leading Environmentally Friendly Affordable Family Car.